der macht. Ja, der frisst mich, ich weiß. Nein, das sieht nach sehr besonderem aus, ich weiß. Sieht sehr pervers aus gerade. Los. Jojojo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde angespielt. Wir spielen Killing Floor, ich habe einen Headshot gegeben. So beginnt doch jede Runde. Dabei ist wieder Futur. Hi Leute. Und. Wow, 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 wow. Das ist so dunkel, du siehst ihn einfach nicht. Boah, Alter, der hat einen Raketenwerfer, der Arsch. Ja, da rennen auch welche mit Chainsaw und so einer Scheiße rum. Alter, das ist doch scheiße. Warte, da kommt einer. Der Händler hinter uns ist zu, nur mal so als Tipp. Ja, ja, da ist jetzt 120 Meter weit weg von uns. Komm, wir müssen hier raus, hier ist zu dunkel. Die haben Bratpfannen. Was ist los? Alles explodiert, ich bin halb tot. Ja, hinter dir ist alles voll einfach. Alter. Ich habe einen geheadshottet. Ich auch, glaube ich. Oh, gib mir Deckung! Ich habe eine Handwaffe aufgehoben mit 8 Schuss, das ist glaube ich eine Diegel. Yo, so erledigt Alter, man die Dicke! Alter. Boah, jetzt bin ich tot. Hat die dich gleich gekillt? Ja, oder von Halloween. Da heißt Halloween? Nein, dann war es die Alte. Wow, wow, doch, das sind Unsichtbare. Dann rett's mich doch, du bist Sunny. Hatte ich nicht. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Ich hab nur bei den Diegel. Ja, aber sonst bin ich gleich tot. Warte, neues Magazin drin! Ich hab noch 9 Waffe, HP. Hol meine Waffe, hol die Schrotze. Ja, ich versuch's doch gerade. Ich hab noch 9 HP, Mann. Totblinde. Bam. Oh, wurde getötet von so einem leckerer. Oh, der frisst dich jetzt gerade. Ja, hey, weißt du, wie das gerade aussieht, was der macht? Ja, der frisst mich, ich weiß. Nein, das sieht nach sehr besonderem aus, ich weiß. Ist sehr pervers aus gerade. Oh, wie geil ist der Typ drauf? Hä, der läuft an der Decke. Oder beim Bildschirm steht einfach Kopf. Eins von beiden. Läuft der an der Decke oder steht beim Bildschirm? Nee, der läuft. Hä? Mein Bildschirm ist verkehrt rum. Echt? Ich hab ja, nur. Weil wir ich hab nur noch den komischen Typi. Ja, du hast den Orangen-Capcom, ne? Capcom, ja, aber der läuft richtig rum. Ja, aber bei mir ist alles kopfüber. Jetzt wird er gefressen. Ah, nee, der hat Panzerung. Giftgas. Ja, hab ich auch. Setzt aus Säure oder Giftgas ein. Ich hatte auch Panzerung. Aber ist schon ein bisschen OP dann die Panzerung, wenn man es so sieht. Das Spiel ist ein bisschen arg laut, wenn das rein. Ja, ich hab's runtergeregelt. Ich eigentlich auch. Ah, dreh mal deine Kamera ganz lang nach. Beweg mal deine Maus nach unten. Ganz lang. Nach unten? Ja, zieh deine Maus nach unten. Dann läuft aber die auch auf einmal kopfüber. Ach so. Ja. Und ich habe halt die ganze Zeit nicht gecheckt, dass es deswegen ist. Ich dachte dann irgendwie so, Magier läuft an der Decke. Alter, jetzt warten wir, bis der hier fertig ist, oder was? Ja, bis er die Welle über stirbt oder die Welle gewinnt. Ah, super, sind nur noch 45 Zombies. Aber die Crawler sind die miesesten, finde ich. Hinter dir, Kollege, hinter dir! Ja, hinter ihm kommt eine kleine Armee. Und er checkt sich. Und jetzt kommt die Pfanne. Die Pfanne. Und ganz viele Pfannen, Typis. Aber ich glaube, das gewinnt. Ah, nee, das sind Benchos. Das. Ja, wieder auf, wie heißt es, amerikanische Ureinwohner oder solche Hinterländler da ein bisschen blöd machen. Oh Gott, jetzt kriegt er aber hart auf die Fresse und es kommen noch die Alten. Aber der weiß nicht, was machen muss in den engen Gang rein und dann mit der MP. Ja, aber es sind trotzdem ein paar viele. Oh, Raketenwerfer. Oh, er ist drüber gehüpft. Er ist drüber gehüpft. Alter, ist der spielkrank. Also ich finde ein bisschen unrealistisch gemacht, aber sonst. Ach, nur ein bisschen. Ja, aber er hat jetzt die Hälfte schon gekillt, also es fehlen nur noch ein paar. Ich sag ja, wenn du in den engen Gang gehst und mit der MP reinhältst, dann ist es ja ein Kinderspiel. Ja, aber der Raketenwerfer macht einen Sack einfach. Ja, wenn er trifft. Ja, so wie jetzt. Er brennt. Ja. Aber es zum macht Glück hat er eine Rüstung. Ja, dank der Rüstung. Sonst glaube ich, würde er ziemlich gut Leben verlieren. Oh, jetzt verliert er, glaube ich, gleich seine Rüstung. Am Nachladen. Ah, nee. Hat er noch ein bisschen. Er hat Munition eingesammelt.
Na, ich glaube, das schafft er jetzt 9 Stück noch. Ja, also dass er jetzt stirbt, glaube ich auch nicht mehr. Aber das Spiel ist schon mal sehr verrückt. Ach du Scheiße, das ist der Raketenwerfer. Ah ja, hab ich doch eben gesagt, habe ich eben auch schon gehabt. Ich hab den noch nie gesehen, Oh, jetzt hat seine Rüstung verloren. Oh, jetzt brennt er. Das wird knapp. Sag doch, ohne Rüstung verliert er gut Leben vom Rennen wahrscheinlich. Es wird knapp. Ah, er heilt sich. Da gibt's auch noch ein Medikit anscheinend. Ja, es gibt Spritzen. Die kann ich als Sanitäter irgendwie auf... Ach du Scheiße. Jetzt machst du Blatt die 4. Oh, das wird knapp. Er heilt sich wieder. Das wird knapp. Oh. Er ist wieder voll. Ja, super, aber er rennt wieder weg. Er soll gegen die kämpfen. Ich will auch mehr mitspielen. Ja, und jetzt brennt er wieder. Noch 2, jetzt komm schon, Digga. Mach's so fertig. Ja, der Raketenwerfer-Typ ist weg. Jetzt hat er kein Problem mehr. Sollte. Ja, oh, nein, aber er rennt hier unnötig mehr. Weit er hat keine weg. Munition mehr. Achso. Er hat jetzt Munition geholt. Der hat nur noch Messer. Oh, das ist halt bitter. Jetzt hat er wieder eine Waffe. Der hatte keine Munition, der hat ein Munitionsding gesucht. Naja, klasse. Juhu, jetzt endlich sind wir wieder dabei. Und ich habe keine Schrotze. Komm schnell zum Händler. Ich habe diesmal nur 300 irgendwas Geld. 273, ja, ein bisschen was wegen der vom Level, von der Runde. Was heißt das? I took long, high ping slows me down. Er hat sich entschuldigt, weil er so lange gebraucht hat wegen seinem Ping. Danke. Man kann Türen öffnen und schließen. Ja, mach mal zu hier. Ja, danke schön, du bist ein... Boah. Kannst du dann... Ja, so 20 Sekunden. Ja, du machst mir die ganzen Türen zu, du Held. Ja, natürlich. Wo ist denn die jetzt? Ah, da. Boah, ich verhau dich, Alter. Munition auffüllen. Und was kann ich mir für eine Waffe holen? Ah, der hat Geld, der verteilt gerade Geld hier. Boah, geile Sache. Doppel-MP. Jagdschrottflinte. Ja, ist das, jetzt habe ich mir nichts kaufen können. Oh, boah, ich glaube, ich bin... Jetzt renne ich mit der Pistole rum. Aber, ich auch. Aber der hat mir Geld gegeben. Wollen wir wirklich in diesen Gang rein? Ich helfe mal dem Guten. Ja, ich gehe auch zu dem, der hat wenigstens drauf. Wo bist du, Evil? Mach langsam. Ich lauf dem hinterher. Und die Viecher greifen einfach nur alle mich an, anstatt ihn. Nein! Hinter dir, die Dicke, geh weg! Hab sie. Aber ich seh nix. Bencho. Ja, da hat mir sie über den Kopf gezogen. Nein, das ist ja scheiße. Boah, Alter, ich hab gleich keine Muni mehr. Komm schon! Alter, diese komische Frau da, die schreit und macht übelst Damage dabei. Lass uns abhauen hier! Was ist das denn, scheiß Schreihals? Das sind die komischen Dinger. Creeper, irgend so irgendwas. Ich bin tot. Oh nee. Nein, weg! Ich guck mal Future zu hier. Oh, ein! Nein! Boah! Und der Typ hat einfach immer noch fast volle Rüstung. Boah, jetzt müssen wir wieder 115 Dinger warten. Noch neue. Also, ich denke, wir können jetzt schon mal kurz das Fazit zu dem Spiel geben. Überleg mal, guck mal, der hat 2.500. Was? Hat er 2.500? Woher weißt du das? Tab. Ach, stimmt, Tab. Ach Scheiße, wir halt hier mit unseren 299, 807. Ja gut, er hat mir auf $800 gegeben, also von dem her. Ja, mir hat er nichts gegeben. Ja, ich hab's halt einfach alles weggesnackt. Und guck mal, was der für eine Ping hat und der steckt uns locker in die Tasche. Ja, der gesagt hätte, er besseren Ping würde er viel besser spielen. Boah, Alter, jetzt müssen wir dem wieder zugucken. Ja Leute, ich würde sagen, an der Stelle können wir schon mal ein ganz kurzes Fazit geben. Also das Spiel macht eigentlich schon ein bisschen Spaß. Es ist aber ein totales abgefucktes Abschnetzeln von Zombies auf dem Boden und so. Ja, die Crawler und die Screamer, das ist auf jeden Fall lustig gemacht. Aber halt total unrealistisch. Ey, nein. Wie halt immer bei solchen Zombies Survival ist.
Oh, 99. Wir sind ja vor allem nur die einzigen drei auf dem Server, von dem her. Dauert das jetzt halt eine Weile hin, wieder dem Dude zu gucken. Das können wir eigentlich dann einen Let's Show nennen, weil wir einfach nur was zeigen oder zeigen, wie einer guter Spieler spielt. Was ist hier los? Laser Show. So. Oh yeah. Jetzt hat er wieder eine saugeile Idee. Gleich kommt's und gleich sind alle weg da. Ich wusste es. Was hat er gemacht? Die Granate. Es war so klar. Was hat er gemacht? Die Granate perfekt ins Eck geworfen. Achso. Oh, die Screamer ignoriert Rüstung. Echt? Ja, der Schrei gerade eben hat sein Rüstung. Oh. Guck mal da, was da abgeht. Party. Party-Alarm! Ich hab da mal vorhin einen Screenshot gemacht. Ich glaube, das ist ein gutes Thumbnail. Was? Ja, natürlich gibt's nicht nur den Modus, es gäbe auch noch andere. Einen noch hier. Ja, ich glaube sogar zwei. Es gibt einmal noch so eine mit Missionen. Und es gibt noch mal einen irgendwie, wo du töten und Missionen gleichzeitig machen musst. Also sehr einfallsreich das Ganze. Ja, es hat was. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir fangen jetzt noch einmal die Runde an, und wenn wir verrecken, dann haben wir halt Pech gehabt. Eben. Bereit. So. Wo ist neue Map? Das ist die Portal. Vom Portal. Portal? Kennst du das Spiel Portal? Ja, teilweise. Die Map hier sieht aus wie bei Portal. Okay. Sven, lass uns einfach mal zusammenspielen, wie weit das? Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier, weil wir können hier eh nicht raus. Ja. Oh, doch, jetzt können wir raus. Doch, da hat die Tür aufgemacht. Hä, der hier rennt in dem Drone-Outfit rum? Mhm. Ich bin hinter dir, also ich gebe dir direkt Rückendeckung. Hinter uns! Okay, wir drücken den Rücken, die anderen decken die anderen Eingänge. Gut, die sind down. Oh, Slowbo. Wieder ein Headshot. Von vorne kommen sie. Gut. Ja, die anderen kümmern sich schon drum. Aber warum hat der dauernd Panzerung und wir nicht? Hinter uns. Ja, weil der schon viel höhere Level ist. Der ist schon Gold-Sanitäter, der spielt das hier nicht zum ersten Mal. Alter, der Typ muss Langeweile haben. Es tut mir leid, aber wie kann man das Spiel öfter spielen? Also ich bin's jetzt nicht schlecht, aber auf Gold? Also... Da spielst ich krieg hier Probleme. Hinter dir. Da spielst du nicht erst nur 2 Stunden dran, bis du das auf Gold bekommst. Naja, ich bin Sniper schon fast Level 1. Weil ich spiele eigentlich Sanitäter, habe jetzt aber auf Sniper gewechselt, weil ich den schneller level. Hm. Weil ich viel mehr Headshots gebe, als irgendwie Sanitäter-Sachen zu machen. Ich gebe auch Headshots, aber mach keine Slow-Mo. Ja, die bekommst du scheinbar nur bei manchen. Jetzt habe ich da war wieder Slow-Mo, schau. Ich glaube, ich habe jetzt bekommen. Ja, das warst du. Was machst du? Du haust schon wieder ab. Nee, ich guck nur die ganze Zeit. Ja, Gänge. Es sind nur noch 4, jetzt können wir laufen. Okay, Richtung Händler schon mal. Einer. Richtung Händler, genau. Geh zum Händler. Wir müssen da lang. 500, wie hatten der? Gibt der dann wieder abgeben? Nö, kann nicht. Gibt auch nicht, bestimmt. Wir müssen da runter. Wow, das ist eine Schlucht, das soll ich nicht runter. Oh doch, ich bin schon runtergesprungen. Einmal 19 Leben verloren. Das hat was. Ich hab 3 Leben verloren. Warum auch immer. Komm schon, lauf doch schneller. Das geht nicht, da kann ich drin hier. Wo ist der Händler? So, oh, da hängt einer an der Wand. Der Händler steht hier einfach rum. Okay, ich bin beim Händler. Magnum hat MK. Ach komm, es sind alles nur Unterhebel repetier. Reichweite ist sehr hoch, Geschwindigkeit auch gut. Schrotflinte. Komm, ja, ich kaufe halt mal die Schrotflinte. Kampfpanzerung kaufen, jetzt kann ich keine Schrotflinte kaufen, super. Auffüllen. Ich nehme den Unterhebel mit. Achso, habe ich noch Geld für eine Splittergranate? Habe ich. Nächste Welle rückt Futur. An. Ich habe einen Unterhebler. Nö. Und es laggt. Ja, es hat jetzt erst die Runde begonnen. Okay, diesmal ist hier aufgegangen. Lass mal zumachen. Ja, jetzt warte mal auf mir. Ja, da ist der Dicke, komm mit. Lass uns den Gold verlaufen. Hinter uns. Der andere hat Probleme. Was? Ich muss jeden Schuss einzeln reloaden. Natürlich! Ich hab ein Snipergewehr. Ein Unterhebler ist einfach ein Einzellader. Warte, neues Magazin drin.
Aber jetzt muss ich halt wirklich treffen. Aber die, der One-Hit dafür. Oh nein, da sind wieder Screeper dabei. Aber er One-Hitted auch in den Bauch. Das ist schon Oh, gut. Du kannst auch Sanitäter rufen. Aber so findet uns. Da kommt wieder so ein unsichtbarer Tutti. Die schon weg. Hau sie weg. Die sind total leicht zu killen. Da war wieder der Unsichtbare. Ja. Geh doch weg von der Tür, du Idiot. So. Oh, Slow-Mo beim Nachladen. Das ist auch sehr schön. Da, komm da. Weg ist er. Ich muss sagen, das Gewehr finde ich gut, weil damit treffe ich und kill. Guck du mal rechts, ich guck hier. Screeper. Was, Creeper? Creeper, die hintere, die Tussi. Nein, das ist normale. Ja, aber ich hab sie geheadshottet. Ja, die schreit aber und mache übel Damage. Das sind die, wo auf Rüstung ignoriert. Ah, die kommen ja von da. Ich kümmere mich um die da hinten, du die um rechts. Ja. So, beide sind weg. Scharfschütze Level 1. Ich noch nicht. Ja, ich hab ein Gewehr. Achso, ja. Gut, sauber, bei mir ist sauber. Jo, sieht ziemlich gut aus gerade. Der Mensch rennt irgendwo alleine einfach rum. Ja, gut, das ist ja was anderes. Der hat ja ein bisschen mehr Level als hier, ein bisschen mehr Skill. Gib mir einen Augenblick, ich lade nach. Oh, Screamer. Alter, fuck. Du triffst einfach nichts, wenn der schreit. Aber so viel Damage macht die gar nicht. 8 hat die mir jetzt so gemacht. Gut, aber ich hab Panzerung, das gefällt mir. Ja, aber die ignoriert die Panzerung, diese scheiß Creeper. Da kommen also. Ja, und hier kommen auch welche. Ja, da meine ich ja, oder die Bodenkrabbler. Crawler. Ja, die Crawler hole ich grad. Du hast eine Schrotze. Hinter uns, hinter uns! Aber warte, jetzt tippen die wieder hier runter, ist klar. Oh, oh nein! Creeper! Du musst aus dem Schallbereich raus. Hab sie. Die macht Schallschaden, deswegen kann die... Ja, sag ich doch, die schreit. Die macht Screamer. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Kennst du den Film Screamer? Nö. Musst du angucken. Richtig geiler Horrorfilm. Ja, jetzt hat jemand einen Sanitäter gerufen. Ich habe auch mal hier oben lieber die Tür zu. Ich habe hinter uns auch mal die Tür zugemacht. Du hast Stufe 1 des Perks erreicht. Juhu. Ja, habe ich auch. Sniper Perk. Das ist Inji. Nee, ich habe Sniper. Was? Einer gut. Läuft doch irgendwo rum. So, jetzt schnell zum... Oh, diesmal ist der Händler natürlich woanders. Natürlich, sonst ist es einfach, man kann es beim Händler campen. Ja, haben wir doch. Naja, haben wir das gemacht, deswegen ist es jetzt was anderes. Wie lange habe ich... Jetzt hin? Einfach dem roten Bobbles folgen. Aber ey, ich habe überlebt. Ich habe 900 Dollar. Der Munition gefunden, 10 Schuss. Mir ist halt wirklich so ein Schuss, ein Kill, ne? Und ich renne halt hier mit 60 Schuss rum, das heißt, ich kann halt die halbe Armee allein wegnocken. Alter, wie weit ist der weg? Warum habe ich jetzt eine Schrotze? Weiß ich nicht, ich bin da. Ja, wahrscheinlich, weil du es eingesammelt hast. Ah, das kann sein. Die Händler nach, Händler, was kann ich mir kaufen? Gut, ich habe meine Waffen alle nachgeladen, ne? Hä? Und jetzt, Doppel-Magnum wäre natürlich auch geil. Magnum, Handkanone, MK, Doppelpaar. Oh, scheiße, ich muss mich entscheiden. Und du kriegst. Oh, leck die Scheißtelefone! Oh nein, ich habe auch nichts geschafft zu kaufen. Ich wollte Doppel Magnum nehmen. Okay. Achtung, von links. Deck mal die linke Seite hier. Oh nö, der hat den Chainsaw! Der hat die Kettensäge, der Pisser! So, da wurde ich von einem Wildschwein getötet. Ja, das war der Typ mit der Kettensäge, oder? Ja, kann sein, ich weiß es nicht mehr. What? Ich war angefingert. Ja, von 3 Stück. Da kommt das Wildschwein. Und Kettensäge, es kam einfach eine Kettensäge von oben auf mich getroffen. Ja, der... Oh, meine schöne Schrotze liegt da rum. Scheiße, also ich... Oh Mann.
Ich hab ein Problem. Ja, du hast auch 34 Health Points. Und jetzt ist Creeper. Okay, ich bin so gut wie tot. Mach die Türen zu, oder geht es nicht zu? Hinter dir! Hinter dir! Tot! Da liegt der. Tot! Tot! Ja, es kam einfach so ein scheiß Typi mit der Kettensäge auf mich getroffen. Tot! Aber die Runde war ich besser. Tot. 1,06.000 Geld. Ich bin da auch noch zweitbester geworden vom Geld her. Boah, ja, du musst ja auch noch zocken ja noch. Von dem her. Boah, die Kettensägen-Heinis, die sind ekelhaft. Aber von den Kills her war ich nicht so der Beste. Das sind halt Thunder und der Aber dich habe ich in den Boden gestanzt. Das war schon mal. Ja, wenn mein Telefon klingelt, kann ich ja nichts machen. Ja, faule Ausreden. Na, ja, ich gebe dir gleich so, vor. Leute, an der Stelle würde ich sagen, machen wir auch Schluss für die heutige Aufnahme. Okay. Gut. Ja. Haben eigentlich auch eine coole Runde gehabt, finde ich. Also, das Spiel hat schon irgendwie was. Es macht schon mal Spaß zwischendurch. Da kommt wieder die Schallwelle. Muss halt nur wirklich extrem. Das ist eine Säuregranate auf jeden Fall. Das Spiel ist auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist in Ordnung, sag ich mal. Es ist lustig, wenn man zu mehreren spielt, dass man eine Gruppe ist. Ja, okay, der wird jetzt gefressen. Ja, der macht sie platt mit seiner Panzerung. Also wenn man es als Gruppe spielt mal wieder, ist es ein schöner Zeitvertreib auf LAN oder so auf jeden Fall, wenn du eine 6-Mann-Gruppe hast. Dann geht da ordentlich was, wenn man sich auch gegenseitig. Ja, solche Spiele sind perfekt für so LAN-Digger. Ja, als Einzelspieler oder so ist es langweilig, finde ich. Aber wenn man zu 2, zu 3, zu 4 oder zu 6 wie zu sagen ist, macht das auf jeden Fall viel mehr Spaß. Ja. Das denke ich auch. Und jetzt muss er gegen 3 Kettensägen anrennen. Ja, und die Digger machen halt extrem Schaden. Ja. Ah, komm, das ist verliert er. Ist es der letzte? Ja, ich glaube schon. Er ist der letzte. Ja, das verliert er. Ja, aber er schnetzelt sie noch weg. Vielleicht müssen wir doch noch die letzte Runde ran, Svenja. Das müssen wir jetzt doch noch kurz warten und dann zugucken. Ja, natürlich. Weil er gibt ordentlich Gas. Also wenn der es jetzt schafft, dann gehen wir natürlich noch in die dritte. Nee, die vierte Runde sogar schon. Der eine springt mir hinterher und er läuft gerade. Aber er hat ihn getroffen. Jetzt auch wieder. Ja. Die Crawler sind mies und die Screamer halt. Aber jetzt hat er sie alle hinter sich, weißt du? Jetzt kann er von vorne schön alle wegmachen. Achso, ich hätte auch Granaten schmeißen können, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, auf G. Aber da waren ja nie wieder irgendwo irgendwie so jetzt viele Gegner, dass die Granaten gelohnt. Jetzt sitzt er in der Falle. Glaube ich. Nee, da ist eine Tür. Ist da eine Tür? Ah ja, gut. Ja. Mach den den Koala weg. Ja, ich glaube, wir müssen noch eine Runde aufnehmen. Doch nicht. Der hat immer noch 3 Kettensägen-Typis und 2 Screamer. Ja gut, die Screamer halten nichts aus, die Kettensägen. Ja, aber die Screamer ignorieren Rüstung, das heißt, der Rüstung ja, kriegt gegen die Screamer einfach gar nicht. Jetzt sind sie weg, jetzt kommen nur noch die Kettensägen-Heinis. Und die machen richtig Schaden. Ja, ich glaube, dass er die Munition langt ihm nicht. Hey, der rennt schon nur noch mit Pistole. Na, jetzt hat er jetzt ein M4. Oh, einer weg, jawohl. Ich glaube, der hat die Munition aufgespart. Dreh dich um, Mann! Da liegt mein Gewehr. Ne, das ist meins, dein Stück weiter unten. Ja, stimmt, das ist aber auch ein Unterhebler. Ja, das hab ich gefunden. Jawoll! Stimmt, meins liegt da unten in dem anderen Scheiß. Oh, Screamer, jawohl, Screamer weg. Jetzt noch 2 Kettensägen. Ja, komm, das hat er geschafft. Ah, sag das, die Kettensägen sind häkelhaft. Ja, aber er muss nur auf Distanz sein, die sind langsam. Na, die können rennen. Guck doch, wie der rennen kann. Boah, Headshot. Wie er rennen kann, in die Kugeln rein. So, und jetzt mach ihn. Also bei mir haben sie 4 oder 5 Headshots überlebt von meinem Unterhebler. Boah, haltet der aus, Mann. Der teilt aus. Wow, nicht sterben, jawohl. Sieg. Der richtig aus. Okay, der Land ist direkt vor uns. Gut, das ist gut. Ich hab 1000 Geld. Dann kann man jetzt auch. Wo schreibt man da was in den Chat? T. T? T. Nice. Na gut, ich brauche wieder irgendein Gewehr oder so. Also der Unterhebetier ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich brauche jetzt endlich mal was Schnellfeuerndes. Das hier, nein, das ist nichts. Armbrust ist nichts, Handkanone. Irgendwas Schnellfeuerndes. Das nehme ich mir jetzt. Was ist Pull-Up?
Kampfpanzerung. Ah, das ist auch noch der Schnellfeuerwaffe. Die nehme ich auch noch. Nein! Mit. Warum habe ich die jetzt nicht gekauft? Ach nö, jetzt habe ich immer noch die Pistole. Okay, ich habe die Pull-Up, ich habe die Pistole und ich habe den Unterhebler. Need Money, gib mir Geld! Oh, schnell! Nein! Oh. Alter, es regnet. Nein, das langt mir nicht! Na, oh Mann, das hat nicht gereicht! Unterhebler, und wo ist jetzt die andere Waffe? Da ist Pull-Up und Unterhebler. Okay, das ist beides auf 3, die Pistole ist auf 2, gut zu wissen. Super. Ich fange am Anfang wieder mit meinem Sniper. 166. Und ich hab wieder. Ich hab. Also bleibt ihr an der Tür da, wir bleiben an der Tür hier. Scheiße. Keine Munition, keine gescheite Waffe, nur eine Pistole. Achtung, sie kommen wieder von oben. Boah, scheiß Lomo, gib mir auf den Sack. Sind die gut? Nichts leckt auch noch. Ja, bei mir war auch weiter gerade joint. Achso. Alter Geist, kann die Zombies von oben. Achtung, oh, was ist das? Was ist das? Der explodiert. Nee, der Zauber. Nee, ich hab ihn von oben abgeschossen. Weil ich bin nämlich hier oben und greife. Boah, mach den weg! Warte, hinter mir! Alter, hinter mir! Ich hab ihn gehandshottet. Nee, das macht ihm aber bloß nichts! Nein, wie hier oben. Ich hab hier auch gerade einen kleinen Fight am Laufen. Wo bist du schon wieder? Ich bin da, wo der herkam. Du sollst ich bin immer noch da halt im Raum drin. Vielleicht zur Gruppe kommen und so. Die haben die Tür. Helfen. Die haben die Tür gesprengt. Die Screamer haben. Ich bin doch bei Menschen. Die Tür haben die Creeper haben die Screamer haben die Tür gesprengt. Ja, die können die öffnen. Nein, sprengen hat. Die hat sie gesprengt. Aber sie können sie auch öffnen. Aber ich habe mich immer noch gut gehalten und ich habe auch wieder 100 Leben. Also du heilst dich scheinbar wieder mit der Zeit. Schweißen? Aber warum bin ich eigentlich der Einzige, der hier keine Panzerung hat? Ja? So, das Problem ist, bei mir gibt's jetzt Essen. Ja, das wird schon gleich zu Ende sein, hier wollen wir alle Frecke. Der da drüben bekommt nämlich schon wieder Probleme mit 4 Crawlern oder so. Er hat sie, glaube ich, alle weggeholt. Boah, Alter. Aber bei mir kommen halt einfach keine Viecher. Bei mir kommen viel zu viele. Gut, wo seid ihr? Ja gut, ich habe den Guten bei mir. Ich bin mein Manson. Wir sind jetzt zu zweit immer noch in dem Raum, wo wir die letzte Runde aus Screamer. Habe ich den Screamer gerade gewonnen-hitted? Jo, ich habe den Screamer gewonnen-hitted. Ja, aber ich muss jetzt echt leider. Das ist jetzt mein Problem. Deswegen würde ich mich jetzt hier auch verabschieden mit... Oh, da kommt wieder so ein hässlich großer. Oh, jetzt kommen sie wieder alle bei mir. Würde ich mich jetzt nämlich auch verabschieden dann. Sven, seine Folge läuft noch weiter. Wenn ihr das Ende noch miterleben wollt, guckt bei ihm auf dem Kanal weiter. Ja, und ich will auf jeden Fall diese Runde hier das Ende machen. Von diesem Punkt würde ich sagen, danke Leute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich bin jetzt gleich tot. Von dem her. Ja, also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.